Krebse, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen Reading für den Monat November 2020. Ich hoffe, es geht euch allen gut und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte mich als allererstes ganz, ganz herzlich bei den Abonnenten bedanken. Der Kanal Kings & Queens Tarot hat mittlerweile mehr als 10.000 Abonnenten und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle für eure wunderschöne Unterstützung. Eure Abos eben natürlich, eure Likes, aber auch eure Kommentare, eure schönen E-Mails, die ihr mir schreibt und vielen herzlichen Dank auch für die Spenden, die mich erreichen. Ich möchte alle begrüßen, die zum ersten Mal mit hier dabei sind bei Kings & Queens Tarot. Und ja, das ist eine allgemeine intuitive Legung, die ich hier für euch mache. Und bei den allgemeinen Legungen kann es natürlich durchaus sein, dass eure Situation nicht angezeigt ist oder ihr gerne noch mehr Informationen hättet. Dann seid ihr herzlich eingeladen, eins der anderen Videos anzuschauen, zu eurem Mond, zu eurem Aszendenten oder auch zu eurer Venus. Und dann findet ihr dort möglicherweise die für euch wichtigen Botschaften oder auch ergänzende Botschaften. Und wenn hier Königinnen und Könige sich zeigen in diesen Legungen, da sind die Geschlechter unabhängig. Die können sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Sie können andere Menschen anzeigen, aber auch die eigene Person, wobei die Könige auf die äußere Handlungsebene hinweisen, also wie ich mich nach außen verhalte. Und die Königinnen geben mir ein bisschen die Innenschau wieder, also was ich denke, was ich fühle. Hier haben wir schon eine. Und ja, ich kann auch nicht immer so im Vorfeld genau abschätzen, was das Thema ist in der jeweiligen Legung. Manchmal ist mehr das Berufliche im Vordergrund, manchmal mehr Beziehungsthemen. Manchmal sind sie sehr spirituell, die Legungen. Und das ein oder andere müsst ihr auch auf eure ganz spezielle Situation übersetzen. Ich kann das in den allgemeinen Legungen nicht zu spezifisch machen, weil sonst auch die Legungen einfach zu lange werden. Genug der Vorrede, wir können loslegen. Die Karten sind alle auf dem Tisch. Und ich beginne wie immer auch mit der ersten Karte hier, mit dem Herrscher. Also bei euch ist es der Herrscher und die erste Position lese ich ja als Themenposition. Sprich, das ist so ein bisschen der energetische Faden, der sich durch den Monat hindurchziehen wird. Und der Herrscher ist eine Widderkarte. Der ein oder andere von euch hat möglicherweise mit einem Widder zu tun. Der hat auch Skorpionenergien und auch Steinbock-Energien, der Herrscher. Also auch diese Zeichen könnten in diesem Monat möglicherweise von Bedeutung sein für euch. Ansonsten hat der Herrscher zu tun mit Ordnungsstrukturen in den weitesten Formen, also da mit seiner Saturn-Qualität eben. Saturn hat zu tun mit Ordnungsstrukturen, manchmal mit Einschränkungen, auch mit Autoritäten, auch das kann er anzeigen. Also hier könnte angezeigt sein, eine Situation mit entweder einer Person, die eher ein bisschen dominant ist, nicht zwingend die flexibelste Person ist. Vielleicht das eher im Beziehungsbereich, wobei romantische Beziehungen genauso wie familiäre oder auch freundschaftliche Beziehungen hier mit angezeigt sein können. Es könnte ein Vorgesetzter sein, wie gesagt, geschlechterunabhängig auch hier. Es können ganze Firmenstrukturen sein oder auch andere Situationen, mit denen ihr in irgendeiner Form mit einer Autorität zu tun habt oder mit einer Ordnungsstruktur zu tun habt. Und da können natürlich durchaus gewisse Herausforderungen auch mit einhergehen. Ich lege mal noch Klärungskarten dazu. Hier ist der Ritter der Schwerter. Hier könnten Auseinandersetzungen oder zumindest Diskussionen im Spiel sein. Und zwei Königinnen zeigen sich, die Königin der Schwerter und die Königin der Münzen. Ja, ja, also wie schon erwähnt, mit dem Ritter der Schwerter, da sind oft Konflikte oder zumindest Meinungsverschiedenheiten, gewisse Auseinandersetzungen können hier durchaus mit angezeigt werden. Und möglicherweise findet man hier auch nicht zusammen. Wie schon erwähnt, ist der Herrscher nicht unbedingt
der Charakterzug, der sich flexibel oder kompromissbereit zeigt, ja, der besteht oft sehr auf der eigenen Position, egal ob es sich um eine Person handelt oder um eine Institution. Also mir scheint, hier ist irgendwo im Hintergrund ein gewisses Konfliktpotenzial oder eine Auseinandersetzung. Aber mir scheint, das findet hier auch ein Ende jetzt im November mit der Königin der Schwerter. Das ist die trennende Königin. Da scheinen sich ja die Wege ein bisschen zu trennen hier. Und ja, vermutlich seid ihr hier in einer neuen Richtung unterwegs. Danach haben wir die Königin der Münzen. Das hat so ein bisschen in so einem Zusammenhang mit einer Bedeutung, ja, dass man sich dann auch erstmal wieder auf sich selbst besinnt, sich ein bisschen zurückzieht, vielleicht die ein oder andere Wunde leckt oder ja, ähnliches auf jeden Fall, sich wieder auch mehr um sich selbst kümmert und hier vielleicht auch so ein bisschen in die Prüfung geht, in die innere, okay. Vielleicht sind hier jetzt Veränderungen in beruflicher Form oder durchaus auch im romantischen Beziehungsformen, dass hier eine Trennung kommt, ja. Und man braucht jetzt einfach ein bisschen, ja, Zeit wieder für sich, Zeit zum Reflektieren, Zeit wieder Kraft zu tanken, ja. Geht oft einher hier mit der Königin der Münzen. Ansonsten haben wir hier natürlich noch Luftzeichen und Erdzeichen. Luftzeichen ist Wassermann, Zwilling und Waage. Erdzeichen ist Stier, Jungfrau und Steinbock. Also auch diese Zeichen könnten eventuell eine Rolle spielen und möglicherweise dann allerdings eben auch mit diesen Charakterzügen, die ich ja schon erwähnt habe, bei dem Herrscher. Die nächste Karte, die Gerechtigkeit, Waagekarte, auch die ist durchaus ein Zeichen dafür, dass hier einiges in die Veränderung kommt, dass hier in irgendeiner Form ein Abschluss gefunden wird mit einer vorangegangenen Situation, was aber eben gewisse Energien auch wieder in den Ausgleich bringt. Ja, also wenn man hier viel Energie vielleicht in eine Auseinandersetzung, in eine Diskussion oder auch Diskussion nennen, es kann natürlich auch Plural sein, investiert hat, ja, das oder andersweitig hier eine anstrengende Kommunikation vielleicht stattgefunden hat, man sich so ein bisschen ausgelaugt hat damit, ja, also hier kommen die Dinge wieder in die Balance auch durchaus. Für Menschen, für die es hier um eine Partnerschaft geht, also die Gerechtigkeit kann durchaus die Karte der Scheidung auch sein, ja, also dass hier, ja, man letztendlich in die Trennung tatsächlich geht. Hier haben wir den Teufel auf der einen Seite. Noch mal Steinbock und Saturnenergie mit dem Teufel. Dann die Wassermannkarte, den Stern und die Neun der Münzen. Ja, also da zeigt sehr, sehr vieles auf Trennung hin. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für den romantischen Beziehungsbereich, das kann auch in anderen Beziehungsbereichen sein. Und gerade der Teufel, der hat oft mit Co-Abhängigkeiten zu tun, ja, oder generell auch mit Abhängigkeiten kann er zu tun haben. Also, ja, hier könntet ihr was mit jemandem zu tun haben, der selber mit Abhängigkeiten zu tun hat in irgendeiner Form und nicht gewillt ist, davon zu lassen oder nicht davon lassen kann. Hier könnten ziemlich viele Gespräche stattgefunden haben, aber ihr habt irgendwann gesagt, ja, also es nützt ja nichts, wenn ich hier die ganze Zeit rede und versuche aufzuklären oder zu helfen oder wie auch immer und die andere Seite tut dann aber nichts, ja. Das ist vermutlich, ja, könnte ja so eine Frustrationssituation sein, wo man irgendwann sagt, ich ziehe mich hier raus. Ja. Der andere, die andere muss selber irgendwo, ja, so ein bisschen auf den Trichter kommen, sozusagen. Hier können auch andere Verstrickungen mit im Spiel sein. Ja. Der Teufel hat zu tun mit Illusionen, der kann mit Unehrlichkeit zu tun haben. Der kann natürlich auch mit den eigenen Ängsten und Zweifeln zu tun haben. Aber ich denke, hier ist irgendwas im Außen. Ja, was hier mit dem Herrscher und dem Teufel zu tun hat, von dem ihr euch jetzt sozusagen löst. Ja? Und für euch ist das mit Sicherheit
Durchaus vielleicht eine schwierige, aber durchaus richtige Entscheidung. Ja, weil der Stern hat ja zu tun auch mit Seelenheilung, mit Herzheilung, für sich selbst auch wieder eine Zukunft vielleicht zu sehen oder ja, neue Visionen zu haben. Ich denke, das hier war eine ziemlich anstrengende Situation. Und wir haben hier dann noch die mit der 9 der Münzen, ja, die Single-Karte, die sich hier zeigt. Ja, also Trennung scheint hier stattzufinden, aber ich denke, für euch ist diese Trennung durchaus positiv. Ihr löst euch in irgendeiner Form hier von diesen Energien. Ja. Dann haben wir die 6 der Kelche als eine. Die nächste Karte, die hat oft damit zu tun, dass entweder Personen ins Leben zurückkehren, mit denen man es an einem früheren Zeitpunkt schon mal zu tun hatte. Das können alte Partner oder verflossene Partner, Partnerinnen sein, alte Freunde, durchaus Arbeitskollegen oder ja, Menschen, die man für eine Weile nicht gesehen hat oder wo kein Kontakt bestand. Gleiches gilt auch zum Beispiel für gewisse Ideen oder auch Talente, ja, mit denen man vielleicht zuvor schon mal ja, sich gedanklich beschäftigt hat, ob man die zum Beispiel beruflich einsetzen kann. Und die, ja, vielleicht war zu einem früheren Zeitpunkt nicht der richtige Zeitpunkt, um damit zu arbeiten, aber die könnten jetzt wieder von Bedeutung werden, weil hier eben diese Veränderung ist und ihr sagt, okay, dann widme ich mich jetzt vielleicht einem anderen Talent, einer anderen Fähigkeit, die ich bisher noch nicht zum Einsatz gebracht habe. Vielleicht ist es jetzt ein besserer Zeitpunkt, mich damit zu beschäftigen. Ja. Die Gerichtkarte und die 4 der Kelche. Ich glaube, die 4 der Kelche, die ist diesen Monat in so ziemlich allen Readings aufgetaucht. Und ja, es ist auch tatsächlich eine ähnliche Situation, die ist bei mehreren Sternzeichen aufgetaucht, dass Dinge in die Veränderung kommen. Und ja, die Gerichtkarte ist ja der innere Weckruf, ja, die Herzensstimme, die sich hier bemerkbar machen möchte. Möglicherweise durch eben Erinnerungen auch an vergangene Zeiten. Das kann zurückgehen bis in die Kindheit, in die Jugend, ja. Irgendwas kommt hier nochmal hoch als Idee, wie gesagt, oder es kann tatsächlich auch eine Person sein. Und diese 4 der Kelche ist eine sehr interessante Karte und die beinhaltet ja sozusagen das Ass der Kelche. Also, dass hier irgendwo eine Chance ist oder sich eine neue Tür auftut, eine gewisse Gelegenheit ja, aufs Spielfeld kommt. Und die hat auch einen gewissen Warnungscharakter, diese Karte hier. Sich nicht zu sehr hier in die Negativität zu steigern, vor allem wenn hier ein Loslösungsprozess zuvor stattfindet oder ja schon stattgefunden hat möglicherweise, sondern hier genau auf die Intuition, auf ja, gewisse Inspirationen zu achten, sich offen zu halten und das eben das nicht als Scheitern zu verstehen oder als ja, als Niederlage sozusagen, sondern offen zu bleiben und das wirklich hier mehr zu versuchen, zumindest mit einer gewissen positiven inneren Haltung zu verstehen. Ja, weil immer wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Und wenn wir durch diesen Prozess gehen, fällt es uns oft schwer, das irgendwo zu sehen oder zu verstehen. Dass vielleicht auch ein höherer Sinn sozusagen darin liegt, ja, dass gewisse Situationen sich dem Ende zuneigen. Und mir scheint, ihr möchtet tatsächlich eben auch was Neues in euer Leben treten, aber es braucht immer auch die innere Offenheit, die innere offene Haltung, die positive Haltung, um aus dieser Situation oder ja, sich selbst nicht sozusagen den Blick darauf zu verstellen, welche neuen Möglichkeiten sich daraus dann auch ergeben. Ja, hier haben wir den König der Stäbe, der hat oft so ein bisschen Energie durchaus von dem Herrscher. Auch hier werden Feuerzeichen dann mit angezeigt, ja, Widder, Löwe und Schütze.
auch da kann es durchaus sein, dass jemand möglicherweise eben zurückkommt, gerade im Beziehungsbereich. Da ist der König der Stäbe oft jemand, der durchaus sehr charismatisch sein kann, eine große Anziehungskraft haben kann, ein bisschen abenteuerlustig, ja. Also hier könnte es durchaus sein, dass für den einen oder anderen jemand sich wieder zeigt, ja. Ansonsten, wenn das kann natürlich auch, wie zu Beginn schon erwähnt, eure eigene Handlungsebene anzeigen. Und da ist der König der Stäbe, verweist ihr eher auf ein mutiges, nach vorne gerichtetes Handeln, ja, ein sehr inspiriertes, ideenreiches, kreatives, schöpferisches Handeln durchaus, ja, also gerade vielleicht auch nochmal für berufliche Themen. Der kann auch Selbstständigkeit anzeigen, also sprich, wenn, wie schon erwähnt, der Herrscher hat ja oft eher mit Institutionen zu tun, Firmen und Ähnliches, ja, und es könnte durchaus sein, dass ihr, wie gesagt, hier vielleicht den Arbeitsplatz aufgibt und dann neue, alte Ideen sich wieder zeigen, die durchaus vielleicht in der Selbstständigkeit auch in der Selbstständigkeit führen können. Ja. Drei der Münzen, das ist eine sehr, sehr positive Karte an der Stelle, gerade für berufliche Themen. Ja, also das ist auch eher ein Neubeginn, die hat so eine Aufbauenergie, diese Drei der Münzen. Oft in Kooperation mit anderen Menschen, ja, das können lockere Zusammenschlüsse sein. Tatsächlich Geschäftspartnerschaften durchaus auch, aber generell ist hier eben eine Aufbauenergie. Dann die Zwei der Münzen, auch die zeigt hier vor allem an, dass dann wahrscheinlich ziemlich viel in Bewegung kommt, dass einiges an Entscheidungen zu treffen ist, dass ja gewisse Dinge gegeneinander abgeweckt werden müssen. Das ist oft eine Karte, die generell anzeigt, dass viel los ist auch und man in verschiedenen Richtungen oder aus verschiedenen Richtungen beansprucht wird. Im romantischen Bereich, ja, also wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn bei einigen von euch hier Menschen aus der Vergangenheit auftauchen, mit denen schon mal zuvor ein enger und vielleicht auch intensiver Kontakt bestand. Auch die Zwei der Münzen ist so eine Karte, ähnlich wie die Sechs der Kelche, die da durchaus drauf hinweisen kann. Möglicherweise jemand, der auch sich in einer räumlichen Distanz befunden hat oder in einer anderen Stadt wohnt, in einem anderen Land wohnt. Auch das kann hier durchaus sein und mir scheint, hier fängt wieder was durchaus an. Oder ja. Dann haben wir hier die Zwei der Schwerter. Das ist ja so eine klassische Zweifelkarte. Da Zweifel dadurch, dass mein Herz und mein Verstand noch nicht so ganz auf einer Linie sind. Und da aber auch schon diese Position sich gezeigt hat mit der Gerichtkarte und der Vier der Kelche, denke ich, lohnt es sich, sich hier auf die Herzstimme zu verlassen, der zu vertrauen, nicht zu sehr im Kopf zu sein, nicht zu sehr im Zweifel zu sein oder in gewissen Ängsten zu sein, sondern tatsächlich hier mutig sozusagen auch nach vorne zu schauen und Pläne zu schmieden. Ja, absolut. Sieben der Stäbe ist Mars im Löwen. Also hier haben wir nochmal diese Feuerenergie und wie gesagt, dieses mutige nach vorne gehen und die Hohe Priesterin, die Karte der Intuition. Also mir scheint, hier kommen Ideen auf, hier ist irgendwas, bei einigen zumindest, ja. Hier kommen interessante Ideen auf und vielleicht fühlt ihr euch hier und da ein bisschen verunsichert, ja, mit, ob das die Idee vielleicht nicht zu verrückt ist oder die Zeit zu verrückt ist im Moment, ja. Aber vertraut eurer Intuition, ja. Wenn das Herz wirklich hier höher schlägt und es sozusagen kribbelt in den Fingern, dann ist es oft ein ganz gutes Zeichen, dass man hier in die richtige Richtung unterwegs ist, ja. Und
Im romantischen Bereich, ja, da kann das auch so ein bisschen verunsichern, weil wie gesagt, die Person ist mit Sicherheit keine neue Person. Und es kann aber, ich bin mir nicht so sicher, ich habe das Gefühl, das ist zu einem früheren Zeitpunkt mal nicht in der Form zusammengekommen, wie ihr das vielleicht gerne gehabt hättet. Und ihr seid möglicherweise ein bisschen unsicher, wie die Person mittlerweile tickt, wie die so drauf ist, ob da eine Veränderung auch ist. Es könnte durchaus sein, dass ihr euch vielleicht eher eine Partnerschaft wünscht und die andere Person da nicht das gleiche Interesse hat. Aber es ist eben auch dieser Funke irgendwo da und dieses, ja, dieses Kribbeln zwischen euch, ja. Und irgendwo seid ihr so ein bisschen ja, unsicher, wie ihr damit umgehen sollt, ja, weil auf der einen Seite denke ich, würdet ihr euch sehr, sehr gerne wieder mit der Person einlassen, aber ihr habt auch so ein bisschen vielleicht Bedenken, ob das zu Herzschmerz führen könnte. Ja, noch eine Entscheidungskarte hier, die zwei der Stäbe, auch die hat mit Mut zu tun, ja, die zwei der Stäbe ist Mars im Widder dann wiederum, also wir haben diese ganze Mars-Energie irgendwo bei euch hier in der Legung, die ist durchaus präsent, ja, und Mars ist der Kämpfer, der Pionier, der Abenteurer, also hier ist schon einiges, wo so ein bisschen Rückenwind mit dabei ist, ja. Und die zwei der Stäbe ist eben auch eine recht interessante Entscheidungskarte, weil innerlich die Entscheidung oft schon gefallen ist. Und dann die eigentliche Entscheidung, die hier angezeigt ist, ist letztendlich den Mut aufzubringen, gewisse Schritte dann auch zu gehen. Ja, hier haben wir den Turm und die Liebenden. Ja. Also ich denke, bei Menschen, die hier mehr im beruflichen Thema zuschauen, ich denke, der Turm bezieht sich nochmal hier auf diese erste Position, die wir gesehen haben. Da hat sich irgendwas nicht so entwickelt, wie erhofft oder wie versprochen oder wie geplant. Und jetzt ist es aber Zeit, hier eine Herzentscheidung zu treffen. Ja, und also es gilt eigentlich für alle Bereiche. Hier gab es einen Zusammenbruch. Entweder eine Kündigung oder die Beendigung von einem Arbeitsverhältnis, eine Trennung in einer Beziehung. Und für manche ist geht der Turm weit zurück in die Vergangenheit und hat mit dieser Person zu tun, die hier zurückkommt. Und hier gilt es jetzt, eine Herzentscheidung zu treffen, für wo immer die Situation für den Einzelnen sich abspielt. Nehmt euch die Zeit, fühlt genau ins Herz rein, versucht den Kopf mit den ganzen Zweifeln und Wenns und Abers und so weiter ein bisschen außen vor zu lassen und wirklich euch zu verbinden mit eurer Herzenergie und euch zu fragen, was berührt mich hier wirklich, was sagt mein Herz dazu? Ja, das kennt die Antwort. Und diese Karte, die Liebenden, Zwillingskarte übrigens, haben wir hier gleich dann nochmal. Ja. Ja, Herzentscheidung. Herzentscheidung. Übrigens auch natürlich ganz schön, dass die Liebenden sich jetzt zeigt, zweimal auch noch gleich, ja, weil das ist ja die Spiegelkarte vom Teufel. Also hier das, was hier wegfällt, ja, befreit euch tatsächlich von diesen Ketten und es. Wenn die Ketten weg sind, wenn die Illusion weg ist, wenn die Ängste nicht mehr beherrschen sind, ja, dann zeigt sich eben das Wahrhaftige. Und das ist hier gezeigt mit der Karte die Liebenden. Also hier kommt was Wahrhaftiges auch irgendwo zum Vorschein, was Wahrhaftiges für euch eben auch. König der Kelche und der Bube der Stäbe. Also,
Also, ich denke, mit dem König der Kelche ist die gleiche Person angezeigt, wie auch schon hier bei dem König der Schwerter, der Stäbe, Entschuldigung. Und hier mit der Frage, ist die Person noch genauso? Verbrenne ich mir hier wieder die Finger, wenn ich mich darauf einlasse? Also, ich denke, der König der Kelche würde hier schon fast den Hinweis darauf geben, hier ist jemand durchaus tiefer diesmal interessiert an euch als vielleicht zuvor. Ein bisschen herangereifter, ein bisschen naja, nicht unbedingt wahrhaftiger, ein bisschen herangereifter und eher bereit, auch sich tatsächlich auf eine Partnerschaft einzulassen. Der König der Kelche kann natürlich auch eure eigene Energie anzeigen, kann auch noch auf ein anderes Wasserzeichen hinweisen. Ich glaube, jetzt haben wir auch so ziemlich alles hier auf dem Tisch. Also neben euch Krebsen wäre das dann noch Fisch und Skorpion. Und wenn es eure Handlungsebene ist, ja, dann handelt ihr tatsächlich aus dieser Herzentscheidung raus und ihr nochmal diese Stäbekarten, ja, sehr interessant. Also und dann nehmt ihr das wirklich auch an und ihr seid mutig und ihr lasst euch sozusagen ein. Ja, und für andere Situationen gilt das Gleiche, ja. Also hier ist dieses Handeln in Einheit mit dem Herzen, aber auch mit dem Mut, Neues auszuprobieren und sich in eine neue Richtung einzulassen. Also sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir noch eine Stierkarte hier, der Hierophant, das ist das Bekenntnis, ja. Also dieses wirklich sich einlassen. Und es ist auch schön, dass eben neben dieser ganzen Feuerenergie, in dieser ganzen oder neben diesen ganzen Stäbekarten, ja, auch hier diese Wasserkarten auftauchen und das Ganze auch nochmal unterfüttert wird, sozusagen von der Erdenergie. Wenn es nur Feuerenergie ist, dann kann das so ein bisschen substanzlos manchmal sein, ja, dann hat man mehr so Impulse und Ideen, aber oft wird dann nicht wirklich was draus. Es braucht diese Unterfütterung mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, mit einer gewissen Sorgfalt etc. Sprich, das ist hier eine ganz wunderbare Kombination, die sich hier für euch zeigt. Die Dinge greifen hier ineinander. Und mit dem Hierophant ist durchaus angezeigt. Also egal, ob das hier im romantischen Bereich oder in anderen Beziehungsbereichen sich abspielt, hier findet tatsächlich auch was zusammen. Hier kommt dieses Ja, ich möchte, ja, ich lasse mich darauf ein. Auch im beruflichen, ja, wenn hier neue Pläne geschmiedet werden, auch hier kommt nach der Entscheidung, nach dieser Herzentscheidung, wirklich das innere Go dafür, ja, und ja, wirklich dieses Bekenntnis, sich dem Neuen zu widmen, und zwar mit voller Leidenschaft und mit dem Herzen bei der Sache. Manchmal schwingt bei dem Hierophant auch noch so ein bisschen der Verständnisprozess mit, das hatte ich hier oben schon mal angedeutet, ja, dass man wirklich auch im Nachhinein versteht, oder oh, es war eigentlich ganz gut, dass hier was zu Ende gegangen ist, weil es hat tatsächlich eine neue Tür für mich aufgemacht. Das ist oft was, was mit dem Hierophant auch noch angezeigt wird. Dann haben wir hier eure Karte, den Wagen und die Mäßigkeit. Ganz wunderbare Karten, die sich hier zeigen für euch. Ja, die Weiterentwicklung, der Fortschritt, der Sieg. Und zwar mit einer, ich denke, bei euch durchaus einem letztendlich doch positiven Ansatz, mit einer positiven Haltung. Ich denke, das hier ist entweder eine temporäre Frustration sozusagen, diese Vier der Kelche, oder für manche hat ja auch damit zu tun, mit einer früheren Enttäuschung, dass die Dinge zum früheren Zeitpunkt nicht zusammengekommen sind. Und ich denke, jetzt kommt ihr aber voll, ihr seid voll im Vertrauen, ihr seid sehr in Einheit, sehr zentriert mit euch selbst, ja. Und ich denke, der schwerste Part ist tatsächlich hier so ein bisschen diese Entscheidung zu treffen, das Alte loszulassen und eine klare Entscheidung für sich zu treffen. Aber ich denke, den meisten von euch gelingt das. Und das gibt euch hier, wie gesagt, wirklich Rückenwind und Kraft, nach vorne zu gehen. Ja? Die Mäßigkeit-Schützekarte, auch die hat, das ist eine Jupiter-Karte, die hat damit zu tun, nach vorne sich zu orientieren, Grenzen zu überwinden, ja, die auszudehnen, in neue Richtungen auch zu gehen und letztendlich auch das Gefühl zu haben, ich bin hier wirklich auf meinem Lebensweg sozusagen wieder. Also wunderschön, sehr, sehr schön. Viel inneres Vertrauen ist ja auch mit dabei. Und dann haben wir hier die Königin der Kelche noch, ja, also diese
Auch hier denke ich sehr in Einheit mit und große Aufmerksamkeit, ja, auch auf die Herzebene und wirklich ja, dem Herzen zu vertrauen. Also das ist dann letztendlich das, was wir hier auch schon gesehen haben. Und das ist wunderbar, dass wir hier, dass das Paar sozusagen sich hier zeigt, König der Kelche und Königin der Kelche, auch das nochmal ein Hinweis darauf, meine Handlungsebene ist eine totale Einheit mit meiner Herzebene. Ja, da ist der Herrscher nochmal. Sehr interessant, dass er sich nochmal zeigt. Ja, und fünf der Schwerter. Ja. Also, ja, ich denke, da ist ein Konflikt mit jemandem Konkreten oder wie gesagt auch möglicherweise mit einer ganzen Institution. Und vielleicht war hier zunächst mal eine gewisse Angeschlagenheit, eine seelische Frustration, Enttäuschung, Trauer. Aber ich denke, ihr habt letztendlich aus dieser Auseinandersetzung Kraft gezogen und auch letztendlich die Gelegenheit wahrgenommen, zu sagen, ich gehe hier in die Herzprüfung. Und aus diesem Konflikt heraus, ja, das ist der Auslöser sozusagen, in die neue Energie hier auch zu kommen für euch, ja, und dadurch letztendlich zu erkennen, okay, ich muss mich hier nicht festhalten und nicht verbiegen für die Erwartungen oder Ansprüche oder wie auch immer von jemandem anderen. Ich muss mich hier nicht festhalten in Konflikten, die mich nirgendwo hinführen, sondern ich nutze das als Gelegenheit, mich neu auszurichten, mich neu zu orientieren, und dann ist das hier wirklich auch volle Kraft voraus. Und ja, ich denke, damit kann dieser ganze Konflikt letztendlich dann auch gelöst und losgelassen werden. Ihr tragt den nicht weiter mit in die Zukunft. Ja. Letzte Karte, die wir dann hier noch haben, ist 7 der Kelche, ja, Skorpionkarte. Ja, die Dinge sind vielleicht, auch wenn man hier selber in sich klar ist, in der Entscheidung klar ist, ja, trotzdem kann der Zustand als Ganzer und das, wo es sich hin entwickelt, noch ein bisschen unklar einfach sein. Ja, das ist die Nebelkarte, die erst auch mal nur darauf hindeutet, man kann die Richtung noch nicht ganz hundertprozentig genau erkennen oder noch nicht abschätzen. Ja? Ja, aber ich denke, dieser Nebel, der wird sich auch lichten mit der Zeit. Ich denke, das hier sind die wichtigeren Energien letztendlich. Ja, nochmal die 6 der Kelche. Und der Mond, auch der eure Karte. Also ja, ich denke, hier ist auch so ein bisschen der, wie soll ich das sagen, der Überraschungsmoment, egal ob es sich um eine Person hier bei euch handelt, die zurückkehrt. Ich denke, da hätten die wenigsten von euch mitgerechnet, dass sich diese Person nochmal zeigt, dass die nochmal eine Rolle spielt in eurem Leben. Oder auch die Unsicherheit, vielleicht wie gesagt, über eigene Talente und Fähigkeiten, die man vielleicht selber früher nicht so wirklich ernst genommen hat oder dachte, damit kann ich eh kein Geld verdienen oder was auch immer. Ja, hier sind ja auch oft so ein bisschen, spielen auch Ängste einfach so ein bisschen eine Rolle. Aber ja, also Ängste haben wir eben auch oft, weil wir nicht abschätzen können, was die Zukunft bringt, ja. Und wenn wir uns dann da total reinsteigern, was alles schiefgehen kann, was alles nicht klappen kann und so weiter, das kann dann natürlich ein bisschen blockierend sein. Aber hier sind drei Karten, also zwei Skorpionkarten und hier nochmal eure Krebskarte, die haben mit dem Unterbewusstsein zu tun. Und ich denke, dieses Vertrauen, das wir hier schon gesehen haben mit der Mäßigkeit, das ist besonders wichtig. Wirklich diese innere Offenheit, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Dieses innere Vertrauen und diese innere Offenheit, sich beizubehalten, nicht so stark in den Kopf zu gehen und sich wirklich von diesen Energien hier führen lassen nach vorne. Ja? Also dieses Jahr 2020, das muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Ich habe es in vielen Videos zuvor schon erwähnt. Das ist
auch auf der astrologischen Ebene und auch auf anderen dimensionalen Ebenen, hatte so viel zu tun mit Veränderungen, mit großen Transformationen, die auch noch weitergehen werden im Jahr 2021. Ja, und ich denke, diese Position, die verweist da so ein bisschen drauf hin. Und wenn wir an diese Transformation nur mit dem Verstand gehen, sind wir total überfordert. Ja, wir müssen uns hier wirklich von der inneren Energie, von der Herzenergie, von letztendlich aus der, von der geistigen Welt und der, ja, den eigenen inneren ja, Guardian Angels oder was es, wie man es auch immer nennen möchte, führen lassen. Ja? Also sehr, sehr spannende Legung für euch, liebe Krebse. Ich wünsche euch einen ganz, ganz fantastischen November und alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.